Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe Cops vs. Racer in der Offroad Edition. Mal nicht im Winter, ja, wir haben uns wieder mal eine andere Jahreszeit rausgesucht, denn auch ja, bei anderen Jahreszeiten funktioniert dieses Format und das möchten wir heute natürlich eindrucksvoll beweisen. Mit dabei heute haben wir Andy, Acid Burn, Pluto, Lukas, Stewie, Crapper, Kobayashi, nur 24 Stunden Racers, Crax Gaming, Supernoob und Takuda. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ja, wir gehen ganz fix die Racer-Fahrzeuge der ersten Runde durch, damit wir auch schon direkt starten können. Wir haben einmal hier den Infiniti Q60 Concept, dann eine Porsche Turbo 3.3 müsste das sein, ja. Und dann haben wir noch einen Lotus Esprit V8 sowie den VW Touareg R50 oder wie heißt der nochmal? Ich weiß nicht, genau. R50, ja. Ja, R50 mit dem fetten 10-Zylinder-Dieselmotor. Ja, das ist auch mal eine ganz exklusive Geschichte. Mal gucken, ob wir den zermürben können oder zumindest mal die Cops aus der ersten Runde. Ich würde sagen, wie gesagt, wir verlieren keine Zeit und gehen direkt rein in die erste Runde. So, los geht es hier. Ja, und zur Abwechslung dachte ich mir, ich fahre mal Porsche. Ist ja noch nie vorgekommen bisher. Die Racer der ersten Runde sind Crapper, nur 24 Stunden Racer, Takoda und ich. Jawohl, hallo. Ah, die hallo. Doch. So. Und wir haben die wunderschönen Polarlichter zum Start. Wir haben schon gewonnen eigentlich, im Herzen. Ja, ich habe mein Design so ein bisschen danach gerichtet. Dein Design ist mehr Cyberpunk als Lichter. Hey, ich habe grün drin, ich habe lila drin, ich habe breite Kurve und ich untersteuere fast in den Baum rein. Oh Gott. Ich habe Klappenscheinwerfer, die werden mich zum Sieg bringen. Ich bin mal gespannt. Letztes Mal bin ich ja den Carrera gefahren, der 3.7. Quatsch, überhaupt nicht. 3.3? Der Carrera, der 73er Carrera. Und ja, mal gucken, wie der Turbo funktioniert. Wird schon schief gehen. Die Cops dürfen losfahren in minus 10 Sekunden. Ach so. Und so. Ich dachte, ich gebe mal Bescheid, wir sind frühzeitig heute, ne? Besten Dank, ja. Sehr hilfreich. Lieber zu spät als nie an. Richtig. Ja, ist kein Problem. Ausgleichende Gerechtigkeit bedeutet dann, wir setzen eine Cops fest. So richtig. Wir das wäre eigentlich auch mal saugeil, wenn da, es dafür irgendwie einen Bonus geben würde. Wenn die Racer einen Kopf versetzen, dürfen sich alle reparieren oder so. Die dürfen einen von vom Friedhof wiederholen. Ja, oder so. Aber nee, das zerstört ein bisschen den Sinn vom Format, glaube ich. Oh, ich habe ein richtiges Problem, glaube ich, wenn ich da lang fahre. Das lassen wir mal. Was hast du denn für ein Problem dann? Cops? Nee, wenn ich über die, wenn ich über die Brücke gefahren wäre zur östlichen Weststraße. Quatsch, zur östlichsten Straße. Ich möchte kurz erwähnen, dass die letzte Forza Horizon 4 Multiplayer-Aufnahme drei Wochen her ist. Ach, moin. Gut, dass wir auf der richtigen Seite deswegen fahren. Deswegen eventuell ein bisschen außer Form. Nee, aber da wäre auf jeden Fall irgendwas runtergekommen. Ja, wir fahren englische Seite, ne? Ja, genau, englische Seite, weil sonst hätte es jetzt schon den ersten Toten gegeben. Das leidet aber gut. Meiner klebt an der Straße förmlich. Ach nee, ich bin ja in der Driftzone schon gut aufgehoben. Ja, ich habe tatsächlich keine Probefahrt gemacht. Ich habe einfach eingestellt und mir gedacht, komm, meine Erfahrung sagt, das reicht. Aber ja, die sagt, das reicht. Oh, da steht ein Kopf. Ich glaube, ich drehe um. Wo? Richtung Driftstrecke, oder? Ich fahre Traffic. Moinsen! Wir fahren gerade Richtung Festival. Und ich biege die erste jetzt hier wieder links ab, würde ich kein Haus mitnehmen halt. Was fährst du? SP. Also mit dem Motor. Ja, dann überlebst du jetzt 15 Minuten. Easy. Das ist hoffentlich ein Heck. Mein Heck! Als ob der. Als ob der so gut hat ist. Hat mir Evo frontal getroffen. Den nehme ich mit. Andi, wir haben den Bonus noch nicht ausgehandelt. Ey, der hat 9% schon gemacht, der eine scheiß Heck. Wir müssen mal back to the roots hier.
Cayenne, was bist du so schnell? Boah, ich bin echt ein bisschen am Überlegen, ob ich wirklich einfach den Ego mit dran lasse, um einfach mal wieder so eine Ausgabe zu machen, weil das hat man schon lange nicht mehr, dass ich mir den Kopf anleg. Das sehe ich gerade. Ich habe gerade Italien ausgeklickt. Wo bist du denn jetzt? Gleich da, also diese komische Brücke-Ding ist da. Also im Schloss. So. Ja. Aus welcher Richtung? Jo! Ja, dagegen bin ich auch. Leider. Hallo, hallo, lass mich zurück auf die Straße. So oft nicht so. Hallo? Hallo? Wenn du einen Befreiungsschlag brauchst oder so. Ja, ich bräuchte gerade gefühlt 3 Stunden, um wieder auf die Straße zu kommen. Wo genau bist du denn? Bist du im Osten von dem Schloss oder im Westen? Offroad-Strecke irgendwo, keine Ahnung. Also im Westen. Denk mal, ja, sollte sein. Ja, Westen. Wir fahren gerade Richtung Norden über diese komischen Dirt-Strecken da. Oh Gott, da kam. Ach so, das ist gar keine Straße mehr. Ich glaube, ich halte einfach mal so in meinem Sichtfeld, dass er sich ein bisschen anstrengen muss, aber dass er dran bleibt, also, auf jeden Fall. Jau! Hallo! Jau! Da kam irgend so ein scheiß Teil geflogen. Ah, ich sehe euch. Jau, ey. Ich bin die Straße fahren. Es ist immer wieder schön, einfach mal die Handbremse zu schmeißen und zu winken. Du kannst gut reden, ne? Ja, kann ich. Können meine Karriere auch mal zu Dive-Pumpen? Hopplems, ich halte mich mal hinter dir. Nee, jetzt haben sie mich, glaube ich, gesehen. Seit wann blinken NPCs bei normalen Kurven ohne Kreuzung? Gut, dann halt fahren wir in die Richtung, wenn ihr nichts festsetzt. Die denken wirklich schon, mein Motor wäre am Arsch, glaube ich. Ist er auch, halb bei 30%. Ja. Dann hochschalten, bevor die mir nochmal einen Motorschaden machen. Ich glaube, der Cayenne hat noch nicht gesehen, aber der stand da. Was bist das du? Das wäre fast übel geworden. Ich dachte, da kommt mir einer von euch entgegen. Jau! Dankeschön! Ein anderer Spieler. Den hatte ich gerade auch nordöstlich. Ey! Du sagst, wenn sie dich haben, weil sie dich dann wahrscheinlich zurücksetzen und so. Und am besten, wo du hinfährst. Andi, bist du nordöstliches Offroad-Gebiet? Ich hab gerade keine Ahnung, 40% Motor. Ich fahr gerade über die westliche, über die östliche Klippenstraße raus von dem Offroad-Gebiet. Ja, dann haben wir uns gerade gesehen. Hä? Nein. Nein? Oder warst du im Pausenmenü? Nee, dann nicht. Nee, ich bin da gerade eben abgebogen, weil mir nämlich auch einer entgegenkam und ich mir dachte so, na, muss gut, dann schnellster Weg auf die Straße, ne? Dann fahren wir da lang. Great. Aber möchte Evo mal dranbleiben? Dankeschön. Wir fahren mal zum Schneckenberg, mein Freund. So eine Idee. Machen wir mal eine kleine Sightseeing-Tour. Ich würde gerne wissen, wo die große Verfolgung ist, weil ich will mich da eigentlich fernhalten. Ich weiß nicht, ja, wir fahren gerade Richtung Leuchtturm hoch, weil ich jetzt wieder... Oh, kommen Sie mal mit, Minion. 40% Motor. Zu Ihrer Rechten sehen Sie einen Fels. Oh je. Könntest du bitte mehr Infos über den Felsen geben? Dieser Fels steht da seit 1423 vor Christus. Wurde gelegt von Heinz Harald, der 83. Und laut einer Legende soll es so sein, dass wenn du diesen Stein dreimal umdrehst und einmal auf deinem Rücken bis nach Edinburgh transportierst, dann wird dir Heinz Harald der 85. tatsächlich im Traum erscheinen und eine Ohrfeige geben. Sehr schön. Und würde dich fragen, was du machst, pack den scheiß Stein dahin zurück. Ey, mein Auto ist am Arsch. Hör mir auf zu... Ey, Kollege, das bringt doch nichts. Hallo. Achso, runterschalten wäre mal nicht schlecht. Alter! Hallo, kann ich mal wieder zurück auf die Straße? Was? Wenn man absolut nicht mal auf die Straße zurückgelassen wird. Jo!
Jetzt verfolge ich den Evo, jetzt mal richtig fertig. Ich hab Turboschaden, Digga. Nee, ich hab 85%, ich hab 65% Motor erst. Lass mich doch weg hier. Na, wo wollen wir hin? Na? Wollen wir hier runter? Nee, wollen wir nicht. Der Evo denkt sich, bitte schieß mich jetzt nicht die Klippe runter. Wenn das so weitergeht. Ich nehm Zeit gerade, ich mache euch gerade Zeit gut. Ja, 8 Minuten hast du schon. Ja, ich habe 65% Motor, aber mein Turbo ist anscheinend komplett am Arsch. Überlebe jetzt einfach noch 12 Minuten, ist so easy. Das geht schlecht, wenn ich komplett... Ja, Quatsch, streng dich an. Ja, ich glaube, ich bin fest. Soweit, ja, ich bin fest. Wo? Irgendwo unten im Westen. Unterer Osten. Meine Fresse. Okay. Unterer Osten. Oh, nee, da bin ja, ich unter, weg hier. Ja, so beim Leuchten. Okay. Ja. Okay, schön. Auf einmal ein Schneckenberg hoch. Wir bist noch zur Ostsee gekommen, aber nein, ist okay. Dann sollte ich aber jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Gas geben. Oh. Moin, grüß dich. Hallo. Ey, das war ich schon wieder als erstes raus. Ein Evo fährt gerade Schneckenberg. Ja, ich weiß, der ist hinter mir. Nein, der fährt da jetzt gerade hin. Ach so, ja, da wieder zu mir. Mensch, komm ran. Ich bin nämlich von der Burg aus hinterher gefahren. Oh, ich hör mal. Jawohl, da ist er. Merk mal. Treffer versinkt. Was das Gefühl, dass der zu mir wollte. Brauch ich mal ab. Oh, 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 wow. Hallo, Kai Jens. Hallo, Kai Jens, das ist schlecht. Kai Jens auch auf dem Weg in den Osten. Alle ja, die wollen jetzt wahrscheinlich mich verfolgen. Also, ich habe zwei Evos schon eine mitgegeben. Ich bin jetzt wieder ganz das im ist Besten. Gut. Da kommt wie wär's mit von der Klippe? Noch nicht. Noch ein Evo. Okay. Also, ich probiere es mal noch nicht. Ey, so nicht. Das war mein Hack, das nehme ich persönlich. Muss ich hier aber ganz schnell mal weg. Oh Mann. Ich muss sagen. Jawohl, den nächsten getroffen. Turbofahrzeug ist echt kacke für das Format. Na, geht. Ich hatte 65% Motor und konnte mich nicht mehr weiter bewegen. Also bei mir steht wortwörtlich Turbo im Namen drin. Deswegen sage ich es ja. Genau, deswegen sage ich es. Halbzeit, by the way. Okay, ich höre jetzt auch einen Kajen dran. Komm mal. Was wärst du? Den Tuareg. Ja, dann, Schießen Kajen ab. Ohne okay. Rust Card. Ich hab den echt ein bisschen zu krass eingeschenkt. Die bleiben gerade nicht so richtig an Mittelrand. Oh, da vorne ist einer. Kajen. Jawoll. Komm her, mein Freund. Wo bist du denn eigentlich? Ah, der weicht aus. Wo wäre dann tatsächlich eine ganz gute Frage? Andi, wo bist du denn? Ich bin am Schloss. Oh. Hallo, Tuareg. Hallo. Über die Brücke? Das war ja, ich komme frei über die Brücke gekommen. Eigentlich riskant, aber ich mach's mal. Ist gar nicht mehr so riskant. Hast du nicht gesagt, du hast einen Karriere? Außer die Deichbahn. Dann ist es riskant. Ja, der ist wahrscheinlich jetzt. Ja, Brücke können sie dich halt easy festsetzen, eigentlich, wenn dir da einer doof entgegenkommt. Aber ist hier jetzt gerade nicht passiert. Da vorne kommt einer, oder? Du hast ja einen Heckmotor, ne? Ja, doch. Treffer versenkt. Ah, das ist Ray. Lustig. Aber die können ja auch einfach Dive-Bomben ins Heck rein und die erstmal 20% Motor machen, wie es bei mir war. Deswegen ist es sehr, sehr lustig. Dann fahren wir halt hier runter. Ja, Leute, also ich weiß, dass ich die Runde nicht überleben werde, aber ich hatte einfach mal Bock, wieder sowas zu machen. Du bist der was? Der war richtig schön vom Cayenne, das war ein guter Treffer. Du bist runter Seeumrundung, ne? Nee, der hat mich vom See raus in die Felsen geschossen. Das war ein sehr, sehr starker Treffer. Oh, mich an mir. Ja, haben es heute mit den Steinen, glaube ich. Geschossen, scheiße. Da kam 11% Motorschaden. Der Porsche läuft. Und der Turbo? 5. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der Turbo hat. Weil der Turbo weg ist, dann kommt sie nicht mehr komplett. Ach. Wo bist du? Alter? Wie Kelvin van der Linde sagen würde, der Körper fliegt. Ah ja, vielleicht bist du auch ein bisschen Offroad gehauen. Da kannst du nicht mehr aufhören. Uff. Schnellster Weg wieder auf die Straße zurück. Ey. Nicht mich drehen, das ist frech.
Ja, mal gucken, wie weit ich komme. Wenn ich bis 15 Minuten schaffe, dann wäre ich damit vollkommen d'accord und zufrieden. Waren es die Daumen schlecht? Der Evo ist mir seichtlich reinhart. 0,1% der Schaden gemacht. Das ist taktisch gerade gar nicht knapp. So gut, was ich mache. Bist du noch an der Burg, Andi? Ja, ja. Oh oh. Wann war das taktisch gerade? Nö. Nö. Spielst du gerade mit den Cops? Wann spielt Andi mal nicht mit den Cops? Auch wieder tun. Was hat man sonst zu tun im Leben? Ich bin nur ausgewichen. Ich kann nichts dafür. Willst du vielleicht gleich von der Straße gedrückt werden, oder? Die Problematik, die ich habe, ist, dass meine Vorderreifen mehr in der Luft hängen als am Boden. Was? Au, das war ein übler Treffer. Ja, Heckmotor. Rouge AD. Ah, da vorne sind Häuser. Da können sie versuchen. Nee, sind nicht nah genug dran. Ach, da. Wo meinst du? Ich bin ganz im Süden gerade. Ja, die also, da wo ich auch. Also, die machen es gerade echt gut. Die drücken mir jetzt gerade über die Dauer ein bisschen Motorschaden rein. Und versuchen dann wahrscheinlich gleich mich festzusetzen. Die werden halt nicht damit rechnen, dass ich schon 40% habe, weil ich gerade immer noch easy 200 schaffe. Wahrscheinlich jetzt, wenn ein anderer kommt, werden die den auch noch ein bisschen fokussen, weil die wirklich denken, dass du ja kein Motorschaden hast. Ja, mir ist ein Evo dran. Mal ein bisschen Chaos stiften hier. Was machst du da? Ich will einen Kreise drehen. Wo? Weil je nachdem versuche ich jetzt mal ein Evo zu killen. Festival. Also immer noch, also westliche Straße vom Festival weg quasi und wieder zur Burg zurück. Und ich bin bei der Zeit, die ich haben wollte. 15 Minuten sind vorbei, ich bin glücklich. Und 20 wäre aber auch nicht schlecht, wie gesagt. Nee, da glaube ich nicht dran. Oh shit, das wollte ich nicht. Jetzt musst du nicht bei 15 Minuten wechseln. Warte mal, da warten wir jetzt mal ganz kurz. Und sind dich selbst umbringen. Oder auch nicht. Wuppala. Ich glaube, sie haben mich, ja. Och nö. Ja doch. Ich habe die Zeit erreicht, die ich haben wollte. Alles easy, kein Problem. Jetzt hält dich zu mir. Gab eine schöne Folge. So. Was mache ich denn jetzt hier oben am besten? Ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Wunderbar. Das heißt, wir gucken mal. 5 Minuten habt ihr noch. Es leben noch der Turek und der Infinity, glaube ich, ne? Yes. Wir kommen den Evo halt nicht wirklich weg. Der ist zu schlau, um sich jetzt killen zu lassen. Und der hätte es so ein bisschen länger überlebt, wäre ich jetzt auf die Klippenstraße außen rumgefahren. Ah, das geht jetzt auch. Bring ihn um. Mit der Drohne ja bestimmt darüber. Irgendwie interessant, dass die beiden Frontmotoren noch überlebt haben bis jetzt. Ja, und die noch. Habt ihr Turbos? Ach doch, der Turek hat Turbos. Beide haben wir. Wir hatten 4-Bar-Turbo. Ich hab auch Turbo. War das nicht irgendwie 7-Bar? Ja, nee, das ist der Mercedes-Titel. Meine hat nur 4, irgendwas Bar. Oh. Nur. Hehe. Nur. So, ich begebe mich jetzt, glaube ich. Ja, komm, ich begebe mich einfach Drohne in meinen Tod. Geil. Oh, da ist er doch, der Turek. Der KI hat mir 10% Schaden reingedrückt. Und Njung. Njung. Hallo. Yo! Um zu wissen, wann der nächste und kommt. Und Njung. Doch nicht. Oh, Regenbogen hinter uns. Wo treibt sich denn der Touareg gerade so rum? Im nördlichen Offroad-Gebiet. Welches? Ost oder West? Osten. Ja, sicher, ich fahre gerade östlich der Straße. Alles gut. Ich glaube, deine Taktik ist heute nicht gerade so gut. Das hatte ich gerade auch schon in der anderen Aufnahme. Lass mich abbiegen. Dieser Diesel klingt halt so böse. Oh. Du darfst nicht abbiegen. Das ist dir nicht gestattet. Und Treffer. Sprung darfst du nehmen. Ja, will ich aber nicht. Wovon wolltest du sagen? Ja, ja.
Knapp. Ah. Man sieht so ein bisschen Arm drücken hier. Ja, zwei SUVs. Komm ins Haus rein. Ja, auch hier zwei nicht. Minuten noch. Das schaffst du. Jetzt muss ich Gas geben, weil sonst sind sie mich da. Ja, ja, ich gebe Gas, weil dann sollten sie mich nicht. Du hättest auch auf die Bremse steigen können. Jo. Dann drücken die trotzdem. Ja. Nee, dann wären sie nicht über dich drüber gesprungen. Das mache ich super oft. Schnell zur Straße, schnell den schnellsten Weg zur Straße einfach. Hab ich. Ja, wollte ich gerade nur sagen. Dürfen die anderen hinterherfahren? Sorry. Machen es dann. Ach, sehr gut. Komm. Und meine Drohne ist die Klippe runtergefallen. Alter, Verzeihung. Ich habe meine Drohne umgebracht. Na super. Am Offroad zu viel Kraft. Ich versuche mal. Den Kajen sehe ich. Treffen dich trotzdem beide. Ja. Nein, nein. Ja. Das ist nicht der schnellste Weg. Auf keinen Fall. Da fährst du bitte wieder zurück. Wo ist denn der gerade? Ach da. Komm. Ja, nicht hoch. Warten noch auf die Cayennes dran. Wie nett. Geht's weiter. Na, das war schon. Ich wusste nicht, ob ich den Berg hochkomme. Andi, was sagt die Zeit? Die sagt noch 45 Sekunden. Aber dann springe ich am Ende vom Schneckenberg runter. Aber mal, wenn ich dann... Wenn du jetzt ein richtiger Arsch wärst, würdest du die Verfolgung zum Schneckenberg jetzt hochführen. Wieso? Der ist doch in 30 Sekunden oder was das jetzt noch sind, nicht mehr da. Unterschätzt du den Touareg nicht. Ach, Touareg. Never underestimate the power of the mighty Touareg. Ja, dann komm rauf, dann springen wir zusammen. Nee, nee, hab ich jetzt nicht vor. Ich will einfach nur auf den Asphalt zurück. 5, 4, 3, 2, 1, noch 10 Minuten. Yay. Nein, Overtime. Springt jetzt der Infinity oder nicht? Ja. Ich will ihn springen sehen. Oh mein Gott, da fliegt ein Infinity. Ich hab ihn nicht gesehen. Aber ja, der Infinity ist damit durch, soweit ich weiß. Yes. Und der Touareg muss jetzt noch 5 Minuten in der Overtime überleben. Ah, sollte mich Evo nochmal. Ich stelle mich zurück an den Startplatz, ne? Ja, ja. Gut. Ah, ist das schön. 45%. Mal schauen, was damit noch geht. Wir sehen hier die Dreharbeiten von Fast and Furious 10. Wo sei er denn gerade überhaupt? Die dürfen sich ja jetzt nur noch reparieren, also lohnt sich jetzt zum Sprung schon. Sprung lohnt sich. Immer. Ach, da unten seid ihr. Ja, das sah schon geil aus. Oh Gott. Hat's dir... Oh. Ich glaub, wie viel Damage hat ihr jetzt gemacht, der Sprung? Mir... 0. Wie viel hast du? 45%. Ja, guck mal. Geht doch nicht. Also manchmal... Ich kann locker einen Cayenne rumschubsen. Aber ein Evo... Oh. Dann mich um die Spina, Alter. Oh Gott. Auf Touren. Der schöne V10. Waren 3%, das ist ja noch in Ordnung. Und bremsen. Sieht schon nice aus, wenn man so seitlich nebenher fliegt. Ja, Mann. Nee. Auch mit den ganzen fliegenden Teilen. Und den ganzen Funken. Ich komme nicht mehr hinterher mit der Drohne. Oh, oh. Jetzt ist Ende. Und das war's mit der Drohne. Zurück auf die Karte. Könntest du vielleicht ein bisschen umdrehen? Nein, lass sie. Das war auch nur ein Spaß. Das war schon... So. Aber das werden, oh! Da kam er rüber. Hey, hey. Ah, man kann sie wieder sehen. Oder nicht? Jetzt wieder jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Ja, toll. Ah. Ja, ist klar. Wieder runter. Ja, direkt hinterher. Nein. Nö. Oh. Er kommt halt jetzt nicht auf Touren. Ja, Alter. Das ist der Turbo. Es ist auch ein Touareg und kein Turnerreg. Oh. Einen Turbo-Reg. Darf ich auch mal bringen in diesem Jahr.
Oh nein. Ich oh. Nee. Ja, jetzt haben sie mich. Jetzt bin ich sicher. Komm ich rückwärts raus? Moment, Moment. Ich bin die gleich Drohne da. Ist Drohne. Nicht da. Hallo. Moment. Sorry, was? Ich muss das Spektakel sehen. Eine Sekunde. Der Spektakel ist weg. Spektakel ist aus der Zone raus. Mies. Naja, ich habe noch ein paar schöne Landschaftsaufnahmen. Ja. Ja, man auch. Starker Unfall Kopf, definitiv. Einer von uns hat überlebt. Ordentlich. Ordentlich, definitiv. Ich würde sagen, wir wechseln da mal das Team. Das heißt, wir sind jetzt gleich Cops. Die Racer sind Supernoobs, Gregs, Ray und Lukas. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal, wie wir uns dann anstellen und wie die Racer sich denn so machen werden im Verhältnis zu uns. So, da ist der Seitenwechsel vollbracht. Ja, wir gehen mal ganz kurz die Racer-Fahrzeuge durch. Wir haben einen Nissan Skyline GT-R R33 bestimmt. Dann einen Nissan GT-R R35, das Non-Facelift-Modell, glaube ich. Einen Audi S1 sowie den Porsche 356C Emery Special Cabrio. Etwas Anhängerkupplung. Ja. Wer die Racer sind, habe ich ja bereits angesprochen. Supernoobs, Gregs, Ray und Lukas. Und haben wir einen Präsidenten? Ja, ich kann nochmal die zweite Runde machen. Perfekt. Jo, also die vorderen beiden Evos, da davon bitte einer ganz im Norden, einfach so die ganze nördliche Straße abdecken, der andere bitte hier so eher um den Startpunkt rum bitte gucken, dann die beiden mittleren Evos, bitte einer davon ins Festival und der andere, ich sag jetzt mal diese Hauptkreuzung, also da wo die Rehkurve da hochkommt, an diese Kreuzung, da in der Gegend bitte, und die beiden anderen Evos in den Süden. Da bitte einfach auch noch ein bisschen aufteilen, links, rechts. Und die beiden Cayennes bitte in Offroad-Gebiet. Und da bitte auch noch mal absprechen, einer eher nördlicher, der andere eher abgesprochen. Mittlerer Evo rechts neben mir, wer ist das? Das bin ich. Ich würde gerne ein Festival machen. Oh, passt. Gut. Was war ja. Das? Kartenfilter. Oh ja. Oh ja. Ah nee, habe ich... Ganz vorne der linke Evo, ich bin der rechte. Ich würde hier so den Startpunktbereich machen. Würdest du dich ganz im Norden schießen schon, oder? Natürlich doch. Ja, sehr gut. Wer ist denn der Evo ganz links hinten? Da bin ich. Ah, gut. Dann... Ja, wir halten dann einfach, ich bin links, ich gehe nach links, du bist rechts, du gehst nach rechts. Oder so, ne? Jo. Easy. Suchst du, dann zerlegen wir mal ein bisschen ein paar Racer. Also ich muss auch wirklich sagen, es ist jetzt im Zwischenbereich ein bisschen untergegangen, ihr habt super schöne Treffer gesetzt bei mir. Also gerade da der Cayenne, der durch den Fluss angeschossen kam und mich durch in die Felsen reingeschossen hat, damit habe ich nicht gerechnet. Der war super clean. Das war Nico. Der hat dich abgeräumt. Ach ja, dann, Alter, war der Treffer scheiße, ey, das geht aber nicht. Ja, Andi, wir hatten schon ein gutes Katze-Maus-Spiel. Du hast mich voll verarscht. Wow. Du warst der Evo? Ich war der Evo oben am Schneckenberg, der die ganze Zeit hinter dir war. Zwischenzeitlich war ich hinter dir, mein Freund. Ja, ich weiß schon. Spieß mal umgedreht. Erban, dir, da hatten wir wirklich schon zu nagen, dich festzusetzen, aber... Also wir haben ja erst den Lotus festgesetzt, das war ja schon so eine Tortur mit Fest. Ich wollte gerade sagen, also am Lotus saß ihr deutlich länger. Ja. Also der hat wirklich, bis wir den festgestellt, zugestellt haben, das hat ein bisschen Koordinationsfehl, aber... Ja. Bluto, was irgendwann hast du für eine Party in deinem Evo? Was? Du springst von mir gerade die ganze Zeit hin und her. Der hat ein bisschen Mund. Ja, dann ist wahrscheinlich hier auch Special Forza. Aber die Musik leiser. Ja, ich hör's bis hierher, ey. Erstmal Motor auf. Genau, auf geil, wie sie es mittlerweile klar. Einfach eingebürgert hat, dass die Cairns andersrum dastehen. Aber sie gibt ja Sinn. Ja, schon. Also. Dann können die Audi dann, dass los. Ich als erstes losfahren. Wichtig, nicht wegschieben. Ja, Stewie sitzt jetzt im Cairn. Das ist natürlich. Ja, das ist sehr böse. Wenn Stewie nicht 5 Racer festsetzt, bin ich enttäuscht. Er setzt uns den Top 3 fest. 2, 1. Frohes Neues. Warte, ich muss rechts. Jetzt schreiten sich schon die Ehe. Stewie 10 von 10. Wie das Style.
Ja, Reifen war noch kalt, weißt du. Ja, man merkt's. Gut, Andi? Ja, easy, geht. Eckenberg hoch. Bin ich schneller unten. Ja, die haben tatsächlich einen Mittelmotor. Ich habe tatsächlich den dritten Racer. Ja, einen Mittelmotor. Nee, ja, ein Mittelmotor, ein Heckmotor. Nein. Der Emory ist doch der Porsche? Heck. Ja, und was soll dann der Mittelmotor sein? Ach so, ja. Dreimal sind verschätzt. Stewie, du fährst ja gerade nördlich ins Gebiet hoch. Das ist ja soweit korrekt. Ja. Ich stehe gerade am Schneckenberg. Ein Steinmännchen kaputt. Da steht irgendwie, ich glaube, das ist ein Random, wo da steht. Ja, stehen dürfen sie nicht. Ja, ja, das hab ich mir schon gedacht. Ja, was machst denn du hier, Evo? Achso, ja, ich dachte, das soll hier so in dem Bereich bleiben, also fahre ich hier so in den Straßen lang. Da fährt doch keiner von uns die im nördlichen Offroad-Gebiet hoch, oder? Von der Klippe aus. Nö. Nee, da hab ich was gefunden. Da habe ich zwei Fahrzeuge. Also die Outside-Klippe unterm Schneckenberg. Jetzt Richtung nördliches Offroad-Gebiet. Also auf. Ja, frontal Cayenne kommt. Ja, die fahren gucken, jetzt die Driftzone. Warte mal, ist das ein Random? Zu zweit. Der eine ist ein Random, ist ein Huracan. Hä? Ein Porsche ist im südlichen Gebiet, der GTR ist im südlichen Gebiet. Ich verfolge den GTR, der ist am Fluss, am See, um die Burg rum. Von Westen reingefahren. Okay, dann waren das nur Randoms, ey. Das ist ein Scheiß. Ja, okay. Nissan GTR um den See rum, südlich bei der Burg. Dann hinterher. Stui. Also Richtung Osten oder Richtung Westen? Richtung Osten, wird auf der östlichen Straße rauskommen, da wo ihr mich gerade in den Felsen geschossen habt. Weißt du zufällig, wo der andere hingefahren kann ist? Kann sogar relativ gut aufholen, interessanterweise. Oh Gott, der wird mehr Power Ice Grip haben. Ah, Richtung Osten, scheiße. Sind die jetzt gleich draußen auf der östlichsten Straße jetzt Richtung Süden? Ich bin hinter dir. Sehr gut. Der Porsche war hier auch irgendwo. Richtung ja, Stein. Erstmal ist so. So, sind die jetzt an der felslichen Seite vorbei, nehmen jetzt die Kurve. Ich hab irgendwo etwas der 33 den 33 noch. Oh Gott, oh Gott. Okay. Also wenn man irgendwie auch dranbleiben kann, dann darf der eine Einheit dranbleiben. Bleib du dran, ich komm eh nicht mehr hinten ran. Ich hol mir den R33. R35 fährt in das Offroad-Gebiet rein, da wo wir vorher die ganze Zeit die Runde gedreht haben. Also Richtung Sprung unterwegs. Race Richtung Festival. Nein, biegt ab Richtung Asphalt mit den U-Turns in der Driftzone. Kommt wieder beim Stein raus, hat einen heftigen Treffer kassiert. Der R33 fährt und wieder umgedreht. Östlichste Straße. Evo links halten. Oh Gott, stopp. Fährt jetzt in den krassen U-Turn von der Driftzone rein. Gleich erste ins Offroad-Gebiet, also jetzt gleich Klippenstraße. Alter, wie er Schiss hat. An welchem sind wir jetzt eigentlich dran? Alle? Ja, von. Am NASA R35 also sind wir jetzt gerade auch unter anderem dran. Ja, und Andi müsste hinter mir gleich sein. Weiß ich nicht. Oder? Asphalt in der Nähe vom Sprung, oder? In der Nähe von der Burg. Ich bin jetzt an der Burgbrücke auf der westlichen Seite. Fährt in die Burg rein. Ich schub's mal den R33 ein bisschen hoch. R35 in der Burg. Dann am Porsche und am R33 dranbleiben und an R35 festsetzen. Ich jetzt die Antwort. Okay, dann. Also habe ich es verstanden. Okay. Ja. Soll ich am Porsche dranbleiben? Ja, 35 Richtung Norden. Wir können jetzt zu viele Einheiten überall verteilen. Nee, okay. Es ist schon ein Cayenne am R33. Pluto ja, R33 dranbleiben, als einmal R35 fährt. Bord Elektro. Wo fährt er? Stuhl, der ist abgerufen. Achso, okay. Ah. Die Klippenstraße. Okay. Der Porsche fährt Driftzone. Also die ganz im Osten so gesehen. Da gibt es ja diese eine Klippenstraße, Andi, da wo du zwei, drei Kopfs versenkt hast. Ja. Ist jetzt da irgendwo in der Blitzezone drin? Ich habe nur noch gesehen, dass er abgebogen ist. Bitte nur anzeigen zum R35 dann jetzt. Ja. Pass auf, Blut, ich bin irgendwo in diesen Riesenhügeln links. Am Ende der Zone komme ich raus. Wo seid ihr? Ah ja, er steckt am Ende der Dingszone. Hä?
Er ist da links ins Haus reingefahren, oder? So steht er. Nee. Erstmal die andere Frage. Okay, jetzt hat er umgedreht. Er hat umgedreht, also er kommt da wieder raus. Östliche geteerte Straße. Ja. Happen frontal. Oh Gott, direkt in der Kuppe. Ich bleib links. Ich bleib auf der richtigen Seite. Achtung, Cayenne rechts. Ich bin wieder raus. Oh Gott! Jetzt war ich komplett lost. Er kommt also jetzt wieder auf den Asphalt raus, da wo man ins nördliche Offroad-Gebiet praktisch abbiegen kann oder Richtung Burg fahren kann. Ja. Er fährt Richtung Burg, I'm sorry für den Kreuzer. Alles gut. Ist jetzt an der Abfahrt zum See. Sorry. Alles gut. Kommst du vorne wieder in die Steine oder in... Ich komm nicht ran. Ich komm auch nicht ran. Fährt er durch bis Schneckenberg einfach? Bisher, nein. Achso, nein, Richtung Süden. Okay. Also er ist jetzt an der Steinmauer. Soll ich dann einmal Vollschmack ist eine mitgeben? Nein, scheinbar nicht. Pass auf, ich komm durch den Wald. Also jetzt Mainland und gerade. Da kam die Rakete. Wie viel Leistung hat der denn? Ja. Nissan dürfte... Ich sage, der hat mehr Leistung. Der GTR sein, ist ja sowieso Stock schon relativ hoch Formel E. Der muss sehr viel Power haben und wenig Grip. Biegt ab die Straße Richtung Norden. Aua. Oh mein Gott. In der Luft kann man nicht bremsen. Nee, aber du könntest sagen, Achtung, ich komme da runter. Biegt links auf dem Offroad-Weg ab. Richtung Sprung. Genau. Ah. Hallo. Er biegt nach links ab. Nicht zum Sprung. Der eigentlich wieder auf der gleichen Straße rauskommt. Ja. Und biegt Richtung Festival ab. Bam! Oh, nice. Oh, lass ihn zurückfahren. Er fährt Richtung Süden. Ja, wenn er dreht, er dreht. Zurückfahren lassen. Ja, sonst jetzt einfach gucken, dass er da Richtung Festival fährt. Da haben wir dann. Westliche Straße Richtung Norden. Reparier. Kein Bums mehr. Oh, sorry. Wenn es geht, nicht in den Wald fahren lassen. Ja, nee, den Wald. Vorne. In die Bäume. Ja, irgendwie mit der Herpin eine mitschießen gegen Baum, dann ist gut. Ja, oder sowas. Also er fährt diese Reserpentine hoch. Ja. Oder? Ja, das wird hier jetzt auch gerade gut ausgebremst. Ah, jetzt geht es mal irgendwie gegen den Baum. Probier's. Ja, schön. Genau so. Er fährt nicht. Er kommt zurück. Die Bäume bremsen ja enorm hier. So, er fährt geradeaus. Da rechts gibt's so Baumstämme, wenn's geht da. Ja, gut. Oder hier in die Häuser. In die Hütte. Ja, jetzt erstmal wieder zurückfahren lassen, bitte. Oben in die Steine vom Sprung. Und jetzt ist rechts. Hier, da nicht rechts. Reinschießen. Bringt nichts. Ja. Oh Gott! Au. Ich stand einfach zum Schluss. Ja. Macht die A-Klasse hier. Ja, hat bei mir auch gerade. Einfach gar keinen Bock, die Kurve zu fahren. Komm, ab ins Haus, ab in die Häuser. Ja. Das ist Nikos Internet. Hä? Okay, weiterfahren lassen in die Felsen rein. Ja. Und ein Cayenne oder so? Ja, ich sag's gleich her, ich komm wieder von vorne. Hammer, wenn wir rechts in der Nebensatz in die Felsen. Ich habe 30% Schaden, ich komme nicht hinterher. Achtung! Na, nicht getroffen. Vielleicht auch einfach ausbremsen mal probieren. Ja. Na, viel Bums hat er ja nicht mehr, oder? Nee. Ja, doch noch manches. Wer fährt jetzt Offroad? Okay, davor setzen, auf die Bremse steigen. Wir müssen jetzt mal langsam ausbremsen zumindest. Wo seid ihr jetzt? Nordöstliches Offroad-Gebiet. Okay. Erst einen kleinen Sprung runter, ein Cayenne oder so, wenn einer dran ist. Ja, Achtung, ich bin mit 200 etwa an. Oh Gott. Yo. Tippe runter. Achtung, von links. Oh Gott, ich kann nicht bremsen. Das ist nicht links. Immerhin, ihr wart links. Von links. Oh Mann. Braucht ein bisschen Zielwasser hier.
Ja, toll, ist der geghostet in mir drin. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Yo! Da rechts unten kommt gleich eine kleine Hütte. Haben wir uns nicht da? Nee, da kommt man nicht daneben. Er fährt rechts. Da ist vielleicht die Klippe gleich runter. Da ist sonst irgendwo die Klippe runter. Da jetzt machen wir die Klippe runterkommen. Runter. Das ist ein Nico, den werdet ihr nicht schieben können. Zoe, du steckst gerade mehr auf die Cops ein als auf uns. Als ja, auf den Racer. Third End. Ja, jetzt einmal mit. Wow. Ja. Auf den neuen Schlag dürfte jeder. Nein. Ja, hier nicht. Nicht mehr. Da ist uns noch gleich nochmal links. Über jetzt. Ihr schiebt den an, Leute. Warum schiebt ihr den an? Entweder rechts ran sitzen und links die Klippe runterschießen oder davor und ausbremsen. Na komm, ihn anschieben oder mit bringt dir. Nichts. Renn ran. Ah, shit. Oh Gott. Scheiße, aua. Das war ich. Jetzt muss ich jetzt zurück, sorry. Same. Wo ist er? Fährt weiter. Fährt weiter Richtung Asphaltstraße. Asphaltstraße raus. Haben wir jetzt noch eine andere Verfolgung? Ja. Ich hänge am R33 dran. Ja, wo bist du? Es klingt blöd, aber Nico werden wir nicht festsetzen. Ja, wo links wo der R33 ist. Wir fahren jetzt Richtung Burg. Ja, das Problem war uns nochmal kurz um R35, aber so Achtung, ist aktuell. NPC. Weil Nico kann man nicht festsetzen. Ja, gut, ja, also so zumindest aktuell nicht, Leute. Das bisschen koordinieren die Angriffe und dann ist gut. Wo so seid ihr jetzt aktuell? Beispiel. Durchgezogen, runter, weiter ja, Richtung Süden, gleich Mainland. Liegt aber vor Mainland rechts rein. Die Straße, wo die Haarnadelkurve ist, die krasse, die Dorfzone. Okay. Fährt er auch verkürzt die Dinge oder nicht? Sind die jetzt also erst dran? Nein, fährt er nicht, er fährt die Haarnadel. Wow! Also ich komme da gleich irgendwo entgegen. Dui, bitte. Jetzt gleich an der Haarnadel. Jetzt. Bekommen wir es. Ja. Ah. Wow! Leute, ja, es fährt halt weiter Richtung Burg ist es. Alter. Jetzt an der Abbiegung zur Burg. Fährt ins Wasserloch. Offroadweg. Oder stellt sich komplett quer. Ja, fährt Wasserloch. Ja. Entweder links ins Haus oder ausräumen, genau. Ah, links so ab. Wird's, ja. Ja. Wo fährt ist rechts er? Ab. Fährt jetzt westlich am die Sprung Straße rechts. Im Endeffekt. Am Sprung. Also Offroad. Und jetzt fährt nach Süden. Richtung Süden. Soll man okay. Leuchtturm reindrücken? Ja, jetzt sonst hat irgendwie nochmal versucht, mich auszubremsen. Er will ja, selber reinfahren. Er fährt Leuchtturm. Hat man hier reingesetzt? Ja, es ist halt ins Haus, nicht hinter wegfahren. Hab mal ausgebremst. Ui, das war ein Haus? Ja, das kannst du. Wegschieben kannst du ja komplett knicken bei dem. Das ist Nico, der macht volle Leistung und. Nicht nochmal Motor. Okay, bei mir habe ich ihn getroffen. Nein, das war jetzt ein Evo. Ja, ich war. Tut mir leid, ich wollte links neben dich zum Ausbremsen und dann kam der Cayenne. Entweder hier in der Felsen, weil Ausbremsen geht ja nicht. Nebensetzen und schieben ja anscheinend eigentlich auch nicht. Genau hier. Oh, oh. Ja. Hier hin. Weg ist er. Also das ist runter, sehe ich jetzt mal als Klippe. Ja. Ja. Wenn er unten also, ist. Er weg. Ja. Oder ja, wenn er geportet ist, dann ist er weg. Okay, dann alles an reset. R3. Haben wir noch eine Verfolgung? Wo ist der R33? Ist weg. Das war. Du warst bei mir geghostet. Ich habe gesehen, dass du dich plötzlich nach vorne schießt. Sorry. Ja, jetzt nochmal verteilen.
Die restlichen wir standen das 30 habe ich einiges schon einstellen lassen. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch knapp unter 5 Minuten. Wir suchen noch R33 und Porsche, oder? Und noch irgendwas. Und ein Audi S1. Ach, oh ja. Lol, ja stimmt, wir haben nur noch. Ich fahre die Regenstraße nach oben los. Ja, ich gehe davon aus, da werden sich jetzt ein paar eher Richtung Norden aufhalten, aber die Kreuz wahrscheinlich jetzt auch teilweise runter. Ich will jetzt mal wieder ganz im Süden und gucken, ob da gerade einer durchfährt. Wo ist jetzt der R33? Weg! Ach, okay. Fährt halt jeder wieder an seine angedachte Position, oder? Ja. Ich war ja ganz dran und dann, als ihr in der Nähe wart, dann... Solange wir jetzt nichts anderes finden, jeder einfach wieder auf deine Position. Okay, ich habe die Rolle gemacht mit dem Cayenne. Effekt sind halt noch drei Stück, die werden wir zumindest einen noch finden, hoffe ich. Na. So groß ist Forschung eigentlich jetzt auch wieder nicht. Das also stimmt. Offroad-Gebiet scheint leer zu sein, habe ich jetzt eigentlich großräumig abgedeckt. Ich überlege mal, soll ich mal einen Schneckenberg hochfahren? Zur Sicherheit. Ich dachte, sich da einer wieder oben verirrt hat. Ja nicht das erste Mal. Ja, stehen bleiben darf er ja nicht, also... Ich mach gerade eher mal die äußere Klippenstraße, da bin ich jetzt auch schon halber durch. Okay. Ah, Porsche, kommt die Drift, Drift-Dingsbums runter. Die Driftstraße? Drift. Ja. Oder die Serpentine? Genau, also die riesige Drift. Okay, die Serpentine. Ja. Repariere ich mich schnell. Ja, der fährt runter in den Süden wieder. Richtung den Berg Festival runter. Oder? Ja. Ja, ja, genau, Richtung Festival runter. Yeah. Seid ihr halb oder am Anfang? Relativ am. Ich würde sagen, relativ am Ende. Dürfte ich den Vorschlag machen, dass du an dem Porsche aber noch dran bleibst erstmal und wir gucken, ob wir in den nächsten 1-2 Minuten noch jemanden finden. Ja, macht jetzt halt dann vielleicht auch mehr Sinn. Also dass vielleicht trotzdem noch irgendwie 2-3 Einheiten damit hinkommen, aber... Ja, ich komme mit hin. Den R33er ja, finden wir, glaube ich, lass mir schauen, dass die Cayennes irgendwie erstmal hier... Cayenne und Evo kommen von unten, sind jetzt am Anfang. Ja, wäre perfekt, er kommt doch hingegen. Ja, er hat einen Treffer. Frontal, ich habe echt oben wieder kaputt gemacht. Das war knapp. Ja, aber war... Er biegt ab. Oh Gott. Straße über dem Festival. Straße über dem Festival? In der Stadt oder außen? Außen. Diese okay, Schlangenstraße. Also Richtung Mitte der Map. Ja, ja, diese ja. Schlangenstraße. Sieht auch voll durch. Hab den R33. Ja. Der R33 fährt Rehstraße Richtung Festivalstraße. Okay. Ja, dann. Also alles relativ mittig der Map. Dann bleibt jetzt einer am Porsche. Die Einheiten, die gerade nicht am Porsche sind, auf den R33er Match. Okay, okay. Dann mit dem habe ich noch eine Rechnung. Ich übernehme jetzt einfach mal kurz. Ja, schon mal. Alter, ist der Porsche schon weiter Kreuz für den R33? R33 immer noch Rehstraße gleich auf der Festivalstraße und fährt Richtung Mainland. Oh, gleich den Weg getroffen. Vielen Dank. Echt, ja, ernsthaft. Ich bin dran und jetzt habe ich 50% Motorschaden. Ey. Alles gut, ich bin repariert euch noch 30 Sekunden, ich bin dran ohne Schaden. Wir fahren diese Straße, die westliche Straße Richtung Süden runter. Ich bin auch hinter dir. Na klar, ist das voll. Jetzt am südlichsten Teil fahren wir die Horizontale. Okay. Ich würde so sagen, dass wir jetzt alle auf den Nissan gehen, weil... 5 Sekunden ist Overtime. Ja, okay, wohin? Jetzt Overtime. Ist jetzt am Mainland? Süden, ja, Mainland ja. Gerade vorbei. Da komme ich gerade her. Ja, Porsche fährt Richtung Festival. Soll ich hinterher, oder?
Jetzt östliche Straße, ach, Richtung Norden. Okay, fahr du hinterher. Biegt Richtung Haarnadelkurve ein. Ja, genau die. An der Offroad-Kreuzung jetzt fährt den Offroad-Weg. Ein Cayenne, was machst du? Fahren quasi Richtung Wasserloch, mehr oder weniger gerade noch. Wird sich an der nächsten Kreuzung entscheiden, ob wir da hinfahren oder nicht. Gut, sind die jetzt an der Kreuzung und fahren Richtung Wasserloch? Hier, da stehe ich. Richtung Sprung erstmal. Ja, fahren auch den legendären Sprung. Ja, da links. Mal ist jetzt schade. Der hat nicht mehr weggenommen, als ich ihn. Fährt Wasserloch. Fahren Wasserloch, also Richtung Burg. Oh, sorry. Links. Ich hab den Evo ist für ein Beschiss. Links abbiegen, ja. Ja, ich hab den Evo auf den drauf geschmissen. Oh, der hat gefressen. Ja. Achtung, links. Oh, ja, schöner Treffer. Super, super, super. Okay, also, den nimmt er mit. Den nimmt er mit, oder? Leute, bremsen. Kommt, er fährt durch den Wald durch. Kommt aber wieder bei der Straße Ende kurz vor Kreuzung raus. Ist jetzt kurz vor Kreuzung. Fährt auch Richtung Süden, ist übel lahm. Der hat richtig gefressen gerade. Nicht jetzt ein Porsche fahren. Langsam machen und irgendwas suchen. Vorne links kommen Häuser, glaube ich. Jetzt einfach nur davor setzen und bremsen. Der ist so einfach langsam. Nur davor setzen, der macht nichts mehr. Der haut uns das Zimmer ab. Oh. Er fährt Offroad. Komm schon, die kleine Bude. Ah, oh, Mann. Komm, 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 komm. Hier in die Bude rein. Ja, wieder jetzt der Sprung. Ja, jetzt aber noch vorsetzen und bremsen. Ach, sorry. Dann komme ich auch noch rein. Nachdem die KI erfolgreich im Porsche geholfen hat. Der schiebt den an. Warum schiebt ihr den an? Da vorsetzen und ausbremsen, nicht hinten reinfahren. Er fährt weiter. Oben. Kreuzung durch. Kommt nähe Mainland, da raus, wenn er da durchzieht. Ja, schön nochmal. Solche Treffer bringen halt auch nichts mehr, die bringen dem mehr Zeit. Wir werden den so nicht festsetzen. Boah, ey, der bewegt sich ja fast. Wo ist er denn jetzt? Ja, der fährt hier, der kommt jetzt gleich auf die weiteren Offroad-Weg. Wir werden auf der südlichsten Straße rauskommen. Fahren Richtung Osten. Durch die Steine, wenn wir es schaffen. Mein Gott. Jetzt schaffen wir nicht mal in die Steine. Da vorne haben wir doch nochmal eine Packung Steine. Ja. Aber die ist nicht so gut. Ah, oh, doch. Mit richtigem Einsatz, ich habe nichts gesagt, ist ja gut. Ah, sonst auch wieder. Gedacht, man kann ihn da finden. Jetzt einfach der Cayenne bitte davor setzen und bremsen. Also. Oh, sorry. Wo seid ihr dann jetzt? Burgbrücke. Das östlichste Straße. Ja. Alter. Langsam. Langsam. Ja. Okay. Box. Und einfach stehen bleiben, einfach stehen bleiben. Wer kommt denn nochmal raus? Okay, wir haben noch 30 Sekunden für den Porsche, wo ist er? Nee, haben wir nicht. Ist er weg? Die KI hat gewonnen gegen mich. Der fährt rechts rüber, passt auf die Gegenspur und biegt dann links ab. Nur einmal quer rein. Das. Ja, dann ist er weg. Ja, der war weg. Ja, scheiße. Es ist schon Overtime, oder? Ja. Schön, dass ich da war, sonst. Ja, gut. Ja. Aber immerhin einer mehr als auf der anderen Seite. Ja, für uns war das eher ein Fünfergrill. Aber wenn da kommt noch ein Wert und dann nicht am Startpunkt würde ich sagen, tatsächlich, das war's dann für diese Ausgabe schon.
Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Alle anderen Sichten in der Beschreibung verlinkt. Da auch gerne vorbeischauen und ein Däumchen nach oben dalassen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. 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 Ciao.